Herzlich willkommen zu Statistikgrundlagen 3.5 Verteilungsformen. In diesem Video geht es darum, wie beschreibe ich denn nun, wenn ich ein Diagramm erstellt habe, die Form meiner Verteilung und wie kann ich das überhaupt anstellen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Beispielhaft haben wir das Alter unserer Kunden erhoben. Wir haben mal 200, 300 Kunden befragt in unserer Filiale, wie alt sie sind und haben jetzt eine Grafik erstellt. Jetzt könnte man ein Balkendiagramm erstellen. Ich habe Ihnen erklärt im letzten Video, dass das Balkendiagramm hier einige Nachteile hat. Zum Beispiel wird nur das Alter, das auch tatsächlich vorkommt, überhaupt angezeigt. Und auf der X-Achse habe ich eine wilde Sortierung. Deswegen wäre es sinnvoller, hier ein Histogramm zu erstellen. Da kann ich die Klassen selber festlegen. Ich habe jetzt hier mal nur 50 Werte, also 50 Personen, n gleich 50 befragt. Und habe die Klassengröße mal auf 2 Jahre festgelegt. Und jetzt sieht man hier eine schöne Verteilung. Und was man sieht, glaube ich, hier, dass im Mittel unsere Kunden so um die 25 Jahre alt sind. Wir haben ein paar sehr junge Kunden, ein paar ältere Kunden. Das könnte eine beispielhafte Verteilung des Alters unserer Kunden sein. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich diese Verteilung beschreiben? Und das geht gar nicht prinzipiell, weil jede Verteilung natürlich irgendwie anders aussieht. Nutzt man da einen kleinen Trick, man vergleicht die Verteilung mit einer stets bekannten Verteilung. Und diese stets bekannte Verteilung ist die Normalverteilung. Die Normalverteilung kann ich in jede Verteilung einzeichnen, indem ich den Mittelwert nehme, das ist die Spitze der Normalverteilung, das ist das arithmetische Mittel x quer. Und wenn ich dann weiß, wie groß die Standardabweichung ist, s, dann weiß ich, wo die Wendepunkte der Normalverteilung liegen und dann kann ich die hier einzeichnen. Das kriege ich natürlich jetzt von Hand nicht so schön hin, aber die Spitze sollte der Mittelwert der Werte sein und plus minus eine Standardabweichung sollte der Bereich sein, wo die Normalverteilungskurve, die hier wirklich nicht schön gezeichnet ist, gerade den Wendepunkt hat, also übergeht von dieser Form in diese Form. Weil das von Hand ein bisschen schwer ist, kriegen wir da Hilfe. Das macht ein Statistikprogramm für uns, zum Beispiel SPSS, aber auch R. Mit einem Klick bzw. einem Befehl können wir die Normalverteilung maschinell hinzufügen lassen. Dann sehen Sie, die sieht ein bisschen schöner aus. Und die Idee dahinter ist jetzt zu sagen, wir vergleichen diese Verteilungsform, also die blauen Balken, und das geht tatsächlich nur beim Histogramm. Deswegen ist das Histogramm auch so eine wichtige Darstellungsform in der Statistik. Wir vergleichen die Verteilungsformen, also die blauen Balken, mit der Normalverteilung, also der schwarzen Linie. Wichtig ist hier, dass diese Normalverteilung immer vom System für Sie eingezeichnet wird. Das ist nicht immer die gleiche, sondern die basiert wirklich immer auf den Daten. Also es wird der Mittelwert genommen und die Standardabweichung Ihrer Daten. Also hier ist x quer und das andere ist s. Das macht SPSS für Sie automatisch. Und die Frage ist jetzt, wenn ich das vergleiche, also wenn ich jetzt diese schwarze Linie mit dem blauen Balken vergleiche, kann ich sagen, das trifft ganz gut und würde hier sagen, unsere Daten sind nahezu normal verteilt. Natürlich ist es nie ganz perfekt. Aber, und jetzt kommt das Spannende, ich kann natürlich auch Abweichungen davon haben. Wir werden heute 2 Dinge hier besprechen. Einmal die Schiefe, im Englischen auch skew oder skewness genannt, und zum anderen die Kurtosis. Die Exzess, der früher mal Exzess hieß, wird heute weniger verwendet und die Spitzigkeit oder Flachheit einer Kurve beschreibt. Was heißt das jetzt? Ich zoome mal ein bisschen raus, damit Sie hier beides drauf haben. Ja, die Schiefe drückt aus, inwieweit die Verteilung in die horizontale Dimension abweicht von der Normalverteilung und die Kurtosis drückt aus, inwieweit die Verteilung in der vertikalen Dimension von der Normalverteilung abweicht. Das ist die Idee. Und um das jetzt einfach mal einfach schematisch darzustellen, wäre zum Beispiel eine schiefe Verteilung. Ich habe ganz viele junge Kunden und ganz wenig alte Kunden. Wenn ich da dann die Normalverteilung drüber lege, sieht das ungefähr so aus. Passiert natürlich dann auf den Daten, aber ich sehe hier, vorne ragt diese Spitze hinaus. Das heißt, ich habe hier eine positive Schiefe. Eine positive Schiefe. Und das Ganze könnte auch in die andere Richtung gehen. Zum Beispiel habe ich sehr, also natürlich wäre die X-Achse weiterhin üblicherweise auf der linken Seite. Aber ich habe eben sehr wenig junge Gäste. Passt jetzt wahrscheinlich nicht zu unserer Burger-Filiale. Ich habe sehr viel ältere Kundschaft, wenn auf der X-Achse wieder das Alte ist, meine Normalverteilung würde irgendwie so aussehen.
Und ich habe jetzt eben eine Spitze, die rechts rausschaut, also eine negative Schiefe. Wir kommen gleich nochmal dazu. Positive Schiefe heißt eben, die Verteilung beugt sich so nach links. Negative Schiefe heißt, die Verteilung beugt sich so nach rechts über die Normalverteilung hinaus. Und dann kann ich eben die Kurtosis beurteilen, das heißt, wie spitz oder flach ist meine Verteilung. Ich kann eine sehr spitze Verteilung haben. Das heißt, alle meine Kunden haben ein gewisses Alter, sagen wir mal 23 Jahre. Und ganz wenige haben nur ein anderes Alter. Wenn ich da die Normalverteilung einzeichne, würde die irgendwie so aussehen. Das wäre eine positive Kurtosis. Ein bisschen runter. Positive Kurtosis. Und Sie ahnen es, es gibt natürlich auch den Gegenfall. Ja, das heißt, es kann auch sein, meine Daten sehen so aus, alle ungefähr gleichmäßig verteilt. Wenn ich da meine Normalverteilung drüber lege, merke ich, das ist flacher und das ist dann eine negative Kurtosis. Also merken, positive Kurtosis heißt eben spitz, geht irgendwie hier über die Verteilung raus. Negative Kurtosis heißt eben flache Verteilung. Und damit wir das jetzt auch nochmal ein paar Beispiele machen, bleiben wir bei unserem Eingangsbeispiel, bei diesem Histogramm vom Alter. Hier sehen wir jetzt, wie es aussehen würde, wenn das Alter relativ normal verteilt ist. Wenn es jetzt abweicht im Hinblick auf die Schiefe, zum Beispiel eine positive Schiefe hat, würde es so aussehen. Positive Schiefe wird manchmal auch als rechts schief bzw. links steil bezeichnet. Sie sollten auch diese Begriffe kennen. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja. Positive Schiefe, rechts schief, links steil. Da ist die Idee vielleicht, fangen wir mal an, hier links steil heißt eben, hier ist es steil auf der linken Seite und rechts ist es irgendwie schief. Aber finde ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so eingängig. Ansonsten versuchen Sie sich positive Schiefe zu merken. Und es gibt natürlich das Gegenbeispiel, die negative Schiefe, die wird auch als links schief bzw. rechts steil bezeichnet, also als die rechte Seite steil und die linke Seite schief. Und hier sieht man wieder das Beispiel, also wir haben sehr viel ältere Kunden, sehr wenig jüngere, dann hätten wir so eine negative Schiefe in der Verteilung. Vergleich, immer im Vergleich zur Normalverteilung. Wichtig, wir vergleichen immer die Balken in dem Fall, also die blauen Balken mit der schwarzen Linie. Und hier sehen wir, das weicht eben hier nach rechts ab, das ist rechts steil und links schief oder eine negative Schiefe. Und das Ganze können wir jetzt natürlich auch für die Kurtosis machen. Auch hier habe ich Ihnen Beispiele mitgebracht. Wir haben eine positive Kurtosis hier, einen schmalen Gipfel, einen spitzigen Gipfel. Im Englischen bezeichnet man das Leptokurtik. Das heißt, ich habe hier diese Spitzigkeit, diesen schmalen Gipfel, der über die Normalverteilung hinausgeht. Vergleiche das eben mit der schwarzen Linie und stelle fest, das ist ein schmalgipfelig, sagt man manchmal auch, schmalgipfelige Verteilung, also eine positive Kurtosis. Und das Beispiel könnte eben auch so sein, dass ich sage, wie hier im Beispiel, alle Altersklassen sind ungefähr gleichermaßen bei mir Kundschaft, also wir haben jetzt keine Altersklasse, die häufiger bei mir einkauft, dann habe ich eine sehr gleichmäßige Verteilung, einen breiten Gipfel, keinen Spitzengipfel, nennt sich im Englischen ein Blattikurtik. Also sehr flach im Vergleich zur Normalverteilung und das ist dann eine negative Kurtosis. Jetzt wissen Sie, wie man Verteilungsformen beschreiben kann und können diese, wenn Sie mit einem anderen Statistiker zum Beispiel sprechen, einem anderen Statistiker auch näher bringen. Meine Verteilung ist positiv, man kann natürlich auch die Kombination haben. Im Normalfall würden Sie auch beides mit angeben, das heißt, Sie würden davon sprechen, Sie haben zum Beispiel eine positive Schiefe, also hier in dem Beispiel hier, haben Sie ja beides. Sie haben eine positive Schiefe und eine positive Kurtosis. Also würden Sie auch sagen, Sie haben eben eine schmalgipfelige, positive Schiefe oder rechtsschiefe, linkssteile, schmalgipfelige Verteilung. Sie merken, da ist der Sprachgebrauch der Statistiker ist sehr vielfältig. Sie müssen in der Lage sein, all diese Varianten natürlich auch zu verstehen und interpretieren zu können. Vielen Dank.